Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Über alle Worte erhabener Schöpfer, du hast aus den Schätzen deiner Weisheit drei Ordnungen der Engel bestimmt und ihnen über dem Ätherhimmel in wunderbarer Ordnung einen Platz gegeben und die Teile des Universums in höchster Harmonie geordnet. Du, so sage ich, der du die wahre Quelle des Lichtes und der Weisheit und der überragende Ursprung genannt wirst, du wollest über die Dunkelheit meines Verstandes den Strahl deiner Klarheit ergießen und von mir die doppelte Dunkelheit nehmen, in der ich geboren bin, nämlich die Sünde und die Unwissenheit. Du, der du die Zungen der Kinder beredt machst, mögest meine Zunge formen und durch deinen Segen Anmut auf meine Lippen ausgießen. Schenke mir beim Erkennen Scharfsinn, beim Behalten Merkfähigkeit, beim Hinzulernen Weite und Leichtigkeit, beim Interpretieren feines Gespür und beim Formulieren die Gnade, mühelos die rechten Worte zu finden. Du mögest dem Beginn die rechte Grundlage schenken, den Fortgang lenken und den Ausgang vollenden. Du, der du wahrer Gott und Mensch bist und der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Genesis Kapitel 35 und 36. Jakob wieder in Bethel. Gott sprach zu Jakob: Zieh nach Bethel hinauf und lass dich dort nieder. Errichte dort einen Altar dem Gott, der dir auf der Flucht vor deinem Bruder Esau erschienen ist. Dann sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die zu ihm gehörten: Entfernt die fremden Götter aus eurer Mitte, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort will ich einen Altar für den Gott errichten, der mich am Tag meiner Bedrängnis erhört hat und der auf meinem Weg mit mir war. Sie übergaben Jakob alle fremden Götter, die sie hatten, und die Ringe an ihren Ohren. Jakob vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Dann brachen sie auf. Da überkam ein Gottesschrecken die Städte ringsum, und so verfolgten sie die Söhne Jakobs nicht. Jakob kam nach Luz in Kanaan, das jetzt Bethel heißt, er und alles Volk, das bei ihm war. Er baute dort einen Altar und nannte die Stätte Gott von Bethel, denn auf der Flucht vor seinem Bruder hatte Gott sich ihm dort offenbart. Deborah, die Amme Rebekkas, starb. Man begrub sie unterhalb von Bethel unter der Eiche. Er gab ihr den Namen Träneneiche. Gott erschien Jakob noch einmal nach seiner Rückkehr aus Paddan Aram und segnete ihn. Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein Name soll jedoch nicht mehr Jakob lauten, sondern Israel soll dein Name sein. Er gab ihm also den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und vermehre dich. Ein Volk, eine Schar von Völkern soll aus dir hervorgehen. Könige sollen deinen Lenden entstammen. Das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben, und auch deinen Nachkommen will ich es geben. Dann fuhr Gott von dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, zum Himmel auf. Jakob errichtete an dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, ein Steinmal, einen Gedenkstein auf. Darüber schüttete er ein Trankopfer und goss Öl darauf. Jakob gab dem Ort, an dem Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Benjamins Geburt und Rahels Tod. Sie brachen von Bethel auf. Nur ein kleines Stück Weg war es noch bis Ephrata, als Rahel gebar. Sie hatte eine schwere Geburt. Als sie bei der Geburt schwer litt, redete ihr die Amme zu: Fürchte dich nicht, auch diesmal hast du einen Sohn. Während ihr das Leben entfloh, sie musste nämlich sterben, gab sie ihm den Namen Ben-Oni, Unheilskind. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin, Erfolgskind. Als Rahel gestorben war, begrub man sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Jakob errichtete ein Steinmal über ihrem Grab. Das ist das Grabmal Rahels bis auf den heutigen Tag. Die Söhne Jakobs und der Tod Isaaks.
Israel brach auf und schlug sein Zelt jenseits von Migdal-Eder auf. Während Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und schlief mit Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Israel hörte davon. Jakob hatte 12 Söhne. Die Söhne Leas waren Ruben, der Erstgeborene Jakobs, ferner Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rachels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rachels, waren Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, waren Gad und Ascher. Das waren die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan Aram geboren wurden. Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das jetzt Hebron heißt, wo sich Abraham und Isaak als Fremde aufgehalten hatten. Isaak wurde 180 Jahre alt, dann verschied er. Er starb und wurde mit seinen Vorfahren vereint, betagt und satt an Jahren. Seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Die Nachkommen Esaus, Kapitel 36. Das ist die Geschlechterfolge nach Esau, der auch Edom hieß. Esau nahm sich seine Frauen aus den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter des Hethiters Elon, Oholibama, die Tochter des Anna, eines Sohnes des Hivitas Sibon, und Basemat, die Tochter Ismaels, eine Schwester Nebajots. Ada gebar dem Esau Eliphas, Basemat gebar Reguel, und Oholibama gebar Jeusch, Jalam und Korach. Das waren die Söhne Esaus, die ihm in Kanaan geboren wurden. Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter, alle Personen seines Hauses und seinen ganzen Besitz, all sein Vieh und seine ganze Habe, die er in Kanaan erworben hatte, und zog in ein anderes Land, fort von seinem Bruder Jakob. Ihr Besitz war nämlich zu groß, als dass sie zusammen hätten wohnen können. Das Land, in dem sie lebten, konnte wegen ihres Viehbestandes nicht beide ernähren. So ließ sich Esau im Bergland Seir nieder. Esau ist Edom. Das ist die Geschlechterfolge nach Esau, dem Stammvater von Edom im Bergland Seir. Die Namen der Söhne Esaus sind Eliphas, der Sohn der Ada, der Frau Esaus, und Reguel, der Sohn Basemats, der Frau Esaus. Die Söhne des Eliphas sind Teman, Omar, Sepho, Gatam und Kenas. Timna war die Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus. Sie gebar dem Eliphas Amalek. Das waren die Söhne Adas, der Frau Esaus. Die Söhne Reguels sind Nahat, Serach, Shamma und Misa. Das waren die Söhne Basemats, der Frau Esaus. Die Söhne, die Oholibama, die Frau Esaus und Tochter Annas, eines Sohnes Sibons, Esau gebar, sind Jeusch, Jalam und Korach. Das sind die Häuptlinge der Söhne Esaus, die Söhne des Eliphas, des Erstgeborenen Esaus. Häuptling Teman, Häuptling Omar, Häuptling Sepho, Häuptling Kenas, Häuptling Korach, Häuptling Gatam, Häuptling Amalek. Das waren die Häuptlinge des Eliphas in Edom, lauter Söhne der Ada. Das sind die Söhne Reguels, des Sohnes Esaus: Häuptling Nahat, Häuptling Serach, Häuptling Shamma, Häuptling Misa. Das waren die Häuptlinge Reguels in Edom. Sie waren die Söhne Basemats, der Frau Esaus. Das sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus: Häuptling Jeusch, Häuptling Jalam, Häuptling Korach. Das waren die Häuptlinge, die von Oholibama, der Frau Esaus und Tochter Annas, abstammen. Das waren also die Söhne Esaus und deren Häuptlinge. Das ist Edom. Das sind die Söhne des Hurritas Seir, die Einwohner des Landes: Lotan, Schobal, Zibon, Anna, Dishon, Jeser und Dishan. Das waren die Häuptlinge der Hurita, der Söhne Seirs in Edom. Die Söhne Lotans sind Hori und Hemam. Die Schwester Lotans ist Timna. Das sind die Söhne Schobals.
Alvan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam. Die Söhne Sibons sind Aja und Anna. Das ist jener Anna, der das Wasser in der Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Sibon weidete. Die Kinder Anas sind Dishon und Oholibama, die Tochter Anas. Die Söhne Dishons sind Hemdan, Eshban, Yitran und Keran. Die Söhne Esas sind Bilhan, Savan und Akan. Die Söhne Dishans sind Us und Aran. Die Häuptlinge der Huriter sind Häuptling Lotan, Häuptling Schobal, Häuptling Sibon, Häuptling Ana, Häuptling Dishon, Häuptling Esa, Häuptling Dishan. Das waren die Häuptlinge der Huriter nach ihren Stämmen in Seir. Die Könige, die in Edom regierten, bevor bei den Israeliten ein König regierte, waren folgende. In Edom regierte Bela, der Sohn Beors, seine Stadt hieß Dinhaba. Als Bela starb, wurde König an seiner Stelle Jobab, der Sohn Serachs aus Bosra. Als Jobab starb, wurde König an seiner Stelle Husham aus dem Land der Temaniter. Als Husham starb, wurde König an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedads, der Midian im Grünland von Moab schlug. Seine Stadt hieß Avit. Als Hadad starb, wurde König an seiner Stelle Samla aus Masrika. Als Samla starb, wurde König an seiner Stelle Shaul aus Rehoboth am Strom Euphrat. Als Shaul starb, wurde König an seiner Stelle Baal-Hanan, der Sohn Aschbors. Als Baal-Hanan, der Sohn Aschbors, starb, wurde König an seiner Stelle Hadar. Seine Stadt hieß Pagu. Seine Frau hieß Michetabel. Sie war die Tochter Matrits und Enkelin Me-Sahabs. Das sind die Namen der Häuptlinge Esaus nach ihren Sippenverbänden, Orten und Namen. Häuptling Timna, Häuptling Alva, Häuptling Jetit, Häuptling Oholibama, Häuptling Ela, Häuptling Pinon, Häuptling Kenas, Häuptling Teman, Häuptling Mipza, Häuptling Migdil, Häuptling Iram. Das waren die Häuptlinge Edoms nach ihren Siedlungsgebieten in dem Land, das sie besaßen. So viel über Esau, den Stammvater von Edom. Iob, Kapitel 25 und 26. Die dritte Rede Bildads. Die Sündhaftigkeit aller Menschen. Da antwortete Bildad von Schuach und sprach: Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Kann man seine Scharen zählen, und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Wie wäre ein Mensch gerecht vor Gott, wie wäre rein der vom Weib Geborene? Siehe, selbst der Mond glänzt nicht hell, die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, geschweige denn der Mensch, die Made, der Menschensohn, der Wurm. Iobs Gegenrede. Leere Worte ohne Wahrheit. Kapitel 26. Da antwortete Iob und sprach: Wie hilfst du doch dem Schwachen auf? Stehst du bei dem kraftlosen Arm? Wie gut rätst du dem, der nicht weise ist? Tust ihm Wissen in Fülle kund? Wem trägst du die Reden vor, und wessen Atem geht von dir aus? Die Größe der Allmacht Gottes. Die Totengeister zittern drunten, die Wasser mit ihren Bewohnern. Nackt liegt die Unterwelt vor ihm, keine Hülle deckt den Abgrund. Er spannt über dem Leeren den Norden, hängt die Erde auf dem Nichts. Er bindet das Wasser in sein Gewölk, doch birst darunter die Wolke nicht. Er verschließt den Anblick seines Throns und breitet darüber sein Gewölk. Eine Grenze zieht er rund um die Wasser, bis an den Rand von Licht und Finsternis. Die Säulen des Himmels erzittern, sie erschrecken vor seinem Drohen. Durch seine Kraft stellt still er das Meer, durch seine Klugheit zerschmettert er Rahab. Durch seinen Hauch wird heiter der Himmel, seine Hand durchbohrt die flüchtige Schlange. Siehe, das sind nur die Säume seines Waltens, wie ein Flüstern ist das Wort, das wir von ihm vernehmen. Doch das Donnern seiner Macht, wer kann es begreifen?
Sprichwörter, Kapitel 3, Vers 19 bis 24. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und mit Einsicht den Himmel befestigt. Durch sein Wissen brechen die tiefen Quellen hervor und träufeln die Wolken den Tau herab. Mein Sohn, lass beides nicht aus den Augen, bewahre Umsicht und Besonnenheit. Dann werden sie dir ein Lebensquell, ein Schmuck für deinen Hals. Dann gehst du sicher deinen Weg und stößt mit deinem Fuß nicht an. Gehst du zur Ruhe, so schreckt dich nichts auf. Legst du dich nieder, erquickt dich dein Schlaf.